Für den Microsoft-Sonderpreis Gleiche Chancen für Frauen und Männer sind nominiert. Miteinander erfolgreich. Ziel des Projektes war es, nach 5 Jahren mindestens 30% der technischen Lehrplätze im Unternehmen mit Mädchen zu besetzen. 2009 kann Schatzdorfer stolz auf einen Frauenanteil von 40% bei den technischen Lehrlingen sein. Nach wie vor ist es schwierig, Frauen im selben Ausmaß für technische Berufe zu begeistern wie Männer. Das Unternehmen Schatzdorfer vermittelt durch Information und Kommunikation ein attraktives Bild von technischen Berufen für Mädchen. Gleichzeitig sorgt das Unternehmen mit seinem offenen und aufgeschlossenen Arbeitsklima für Wertschätzung und Produktivität. Chancengleichheit ist kein Konzept, sondern gelebte Realität. Die Eigentümerin von Diakon Degen lebt aus Überzeugung die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das Ziel war es, beziehungsweise ist es, Frauen eine bessere Chance in der Arbeitswelt zu geben. Die Unternehmensführung ist sich darüber im Klaren, dass eine hervorragende Leistung nicht von einer guten Lebensplanung, die den individuellen Bedürfnissen entspricht, zu trennen ist. Damit dies möglich ist, unterstützt das Unternehmen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hilfe von verschiedenen Arbeitszeitmodellen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Verstärkter Einsatz von Frauen in technischen Bereichen und Führungspositionen. Palkenthaler Minerals setzt seit 1,5 Jahren auf den verstärkten Einsatz von Frauen im Unternehmen. Deshalb wurde das Team ausschließlich um qualifizierte weibliche Kräfte erweitert, sowohl in technischen Bereichen als auch in Führungspositionen. Den verhältnismäßig geringen Frauenanteil in technischen Berufsfeldern sieht Palkenthaler Minerals eindeutig als Wettbewerbsnachteil, den es zu überwinden gilt, und möchte mit diesem Projekt nicht nur im eigenen Unternehmen der Gleichstellung von Frauen und Männern Rechnung tragen, sondern auch eine Vorbildwirkung für andere technische Betriebe haben.